Oh, er ist so fucked. FF. Er hat jetzt nichts mehr, nur er ist useless. Ich meine, Q-Spell ist useless, Level 1. Was so useless wie ein Shaco und ein Flash. Fantastisch. Ah, er hat trotzdem viel mehr Gold bekommen, ne? Bama, bama, bama. Und er hat zwei Potions. Bama, bama, bama. Ohne TP. Aber du wie Solo Bolo. Oh, lass dich vom. Oh, scheiße. Hat der Solo Kill XP bekommen? Like. Kann mir nicht erzählen, dass es balanced ist. Like, das ist einfach nicht balanced. Was er gerade mit mir gemacht hat. Like, wie war er da auch schon Level 2? I guess. Ich bin zur Wave TP und habe irgendwie keinen einzigen Minion bekommen und er hat irgendwie alle Minions noch auf einem HP aufgesammelt. Er ist so OP. Aber ist fein. Solange ich jetzt nicht so schnell in den Turm gedeiht werde. Wenn sich basically in keine Minion. Beziehungsweise ein Medi-Minion und keine Minion kriege ich sogar die XP, nice. Da würde ich sagen, war der beste Plan, den ich hatte. By far. By far. I hit back. So wichtig für Shaco, dass man welche random Kills bekommt, damit er im Game bleibt, sonst outfarmt ihn Udi einfach hardcore. Okay. 200 bis 300 DPS auf Level 2 ist schon stark. Du meinst nicht DPS, du meinst Burst. DPS würde heißen, er macht 200 bis 300 Schaden pro Sekunde, dann bin ich ja One-Shot in 2 Sekunden. Wenn er noch Red Buff. Ah, kein Smite, er ist nicht healthy genug. Echt still? Also gut. Geil. Thank you! Der Mana, lol. Er ist aber vor mir Level 5. Ich bin immer noch nicht Level 5. Immerhin verliert AK Shan die gesamte Wave, aber ich bin immer noch in XP behind. Eieiei. I'm inting so fucking hard. It's okay, Coinflip Support. We have all been there. Oh, supportive Tolkien. Wholesome Chatter. Shaco's fuck dead! What? No man. Oh man, er flasht sogar noch. Wenn wir 4 sind, ra, ist nicht so strong. Was fein. I'm a warm and caring person. Oh, bitte push schneller, AK Shan. Get me out. Ist er Level 6 nach der Wave? Oh mein Gott. Ich bin immer Level 5,5 oder so.
Also ein halbes Level Bind. Mein Gott, da fuck, Mann. Ich kann gegen den Champion nicht spielen. Just Lord of Noxians. Dann gleich Level 6, geil. And fish the rivers of grass. The land knows me. It knows me. Jetzt eigentlich ziemlich stark. Eigentlich, ich kann gegen ihn lane. Ich bin komplett fein. Ich bin in CS vorne und 2-0. Ich bin bloß ein halbes Level an XP behind. Warte, what am I doing? Ich hätte einfach Auto-Decken können. Ich habe so hart gegrüßt, ich hätte einfach zweimal queuen können. Ach, ich habe auch nicht geweht. I'm running it down, man. Ich hätte einfach zweimal straight queuen können. Ich hätte einfach getötet. Wenn er rausgeflasht hätte, die Turmschock geblockt mit W und alles wäre gut. Hat AK Shun geflasht? Aber ist einfach ein free double kill. Ich kann sogar rausflashen und den Turmschock mit W blocken nach Triumph. Aber vielleicht tötet der Soludin. Oder kennt seinen Recall. Nein, ich würde ihn nicht töten, aber vielleicht den Recall canceln. Ich muss da deswegen woanders hinlaufen. Ach, fucking hell, so bad von mir. Das wäre so gut gewesen, wenn ich es einfach besser spiele. None of them ever had a chance. Hat er gerade geflasht? I don't remember. I cannot recall. Aber ja, heute Nacht dürft ihr euch nicht auf gutes Gameplay gefasst machen. Das haben wir den ganzen Tag über. Wir haben 8 von 8 Solo-Queue Games gewonnen, aber jetzt bin ich einfach nur auf Autopilot-Modus. Und gucke, was passiert, basically. Einfach weg. Er hat Shieldbow fertig, Mama. Ah, Kack aufs Plating. Ich muss ihn jetzt 1v1 töten für mein Ego. Er muss aber noch ein Stück nach vorne rennen, der Gute. But effective. Such a sword. Ich bin unsichtbar geworden, nur es war der Sound, oder nicht? Ja. Er steht ziemlich weit vorne, aber noch one-shot ich die Backwave nicht. Mit nur Blade. Vor Level 9. Was? Shakoline, wir können nicht wirklich was forcen. Freund. Okay, nice. I guess. Ich weiß nicht, ob die Ult jetzt gecancelt wurde oder ob die einfach nur. Reset ist quasi. Oh, so geil. Alter, so geil. Mein Plating ist gerade jetzt gestorben. Tragic, aber ich werde wieder mit denen gehofft, falls da was Längeres passiert.
Sei es einfach ein Level über mir. Hat kein TP, der Ekeshan. Ich habe mehr Damage gegen seinen Turret durch. Schwingt die Lane zurück. Er hat Mercs erworben. Interesting. Vielleicht einfach pusht, ich fasse es nicht. Wahrscheinlich die Backwave ohne D-Blade? Fuck you, Rakan! Aber wenn ich Blade ein bisschen früher ab hätte, hätte ich einfach Ude dreimal auto-decken können, wäre weggelaufen danach. Aber ich hätte kein Blade ab rechtzeitig. Sucks. Ah, wir müssen gleich bekommen. Not bad. Und wir wurden getötet. Gut fürs Ego. Die Wave lässt er sogar so stehen. Interesting. Ist aber nicht so gut für mich, weil es, theoretisch wäre es nice, aber ich bin da niemals in einer guten Position. Ekeshan kriegt den Kill, not nice. Gute Gang. Oh, er ist tot noch. Oder nach vorne 10 war auch Turbo Grief. Von Legosi. Er will 10 da, ja. Melde. But I'm getting gangbanked. Completely gangbanked. In eine Kim Jingping. Willkommen, Mate. Danke dir. Danke auch an Maybe Yannick. Greetings, Mate. Danke dir. Ey, vielleicht kriegen wir Drake oder so. Dann bin ich happy damit. The Spirit revives me. Gute Games. Und eine Dixora für den vierten. Welcome back, Matt. Danke dir. Boah, ich war Ekeshan, der ist unsichtbar da irgendwo nur. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, Boys. Da ist er. Warum fighten wir? Aber wie ist der jetzt schon wieder Top Lane, dieser Udyr? Like. He's just running it from down in town. Ah, ich hätte. Wenn ich vielleicht den Dive sofort durchziehe, wäre es besser. Weil er dann noch kein Shieldbow up hat. Aber am Ende hat er wieder Shieldbow up. Aber ja, ey, läuft mit, der kriegt Kills. Wo kommt dieser Udyr auf einmal her? Der hat gerade noch einen Botlane gefightet. Der eine ist Top TP, da verstehe ich, woher er kam. Der Udyr ist einfach nicht gesprintet. Weil vielleicht sind wir über die Map geflogen, wisst ihr, weil er hat ja Flügel, er ist ja ein Phönix. Naja.
My form was off. Can't let them see. Wenn der nach vorne läuft, ist er nicht allein. Weil wenn ich da wäre, würde ich einfach töten können. Udi ist safe hinter ihm. Ich hätte auf genau dem Timer Toplane sein können. Aber er pusht halt nur, weil Udi ist safe gerade und wie Crux gefarmt hat oder so. Ey, wenn jetzt wieder alle Botlane gerannt kommen, ne, dann einfach zu crazy Gamer. Einfach eine Level 12 Saya auf meinem Screen. Wie ist das schon wieder geschehen? Verrückte Welt. AD Carry highest level every game. Er ist so geil. Ja, was soll ich da machen? Die hat mich gesund. Ionia! Tragic. Oh, der wurde in Luft gecancelt. Tragic. Also, wie soll der Moveless? What the fuck are you saying, mate? Da war eine Saiya auf der Blastkunde, die gewartet hat. What can I do? Level 13, wie ist die Level 13, Mann? Okay. Riot Games. Ey, Kitsune Domi, willkommen, danke für den dritten Match, danke von Pichu. Five Clowns und Tame Team, guck mal, er macht einen Witz über sich selbst. Weil er nennt uns Clowns und er ist ja der Clown. Er ist ja so witzig, der Shaco. Bin ich komplett. Guter Joke, Bro. Wollen wir lieber freezen? And we will not be slaves. We are the people of the first land. Okay, ich wette, dass sie da Nash machen, trollen und wir das Game gewinnen. Wir sind nur wieder Nash, dann gewinnen wir einfach das Game. Was anderes behauptet, ist ein Non-Believer. You made me a believer. They didn't kill us all. Machen die gerade Nash oder macht Udi gleich einfach nur Drake? Wir feiern jetzt den AK, wir schalten jetzt den Silas, wir feiern jetzt den Silas bis zum Tod. Wenn Udi kommt, dann ist es so. Warum ist denn so defensiv? Lauf doch vor. What the fuck? Versagt hast du, Shaco-Line, Silas-Line. Das trotz deiner Stopwatch, wie fühlst du dich? Das sind noch die Tage, an denen man mit Irea Q'n konnte, wenn man gestunt war, ihn konnte. Er wird auch versagen. Er hat auch versagt. They made their choice.
Wonderball, Wonderball, it's always, always Wonderball. Sagt der Tolkien, bis er sich änderte, dass diese Saya im Game ist. Mit 11 Kills, aber ist fein. Wonderball. Er hat dann nicht schon wieder so eine Sub. Ja! Er konnte mich nicht wehen, weil er, glaube ich, daneben geklickt hat, nachdem ich geflasht habe. Ich wollte ihn W-Ort-decken, aber er hat ihn ja. Oh, bad. Let's go! Ja, 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 Team. Not bad. Ich habe nicht realisiert, dass schon wieder Stopwatch hat, also dass er Sonnes aus, dass er halt Stopwatch zu Sonnes machen konnte. Wie Steel Nash, Ionia survives oder so. Warum liegt die Kamera meine Strategien? Und mich so unglaublich OP. Und mich der beste Spieler des Universums. Hallo, ist ein Ace. Nein, tötet Sa. Like. Sie Ionia. Reigns. We rule. Woo! Sag ich doch, Jungs. Alles für Junior. Give them no foothold. Junior hat Nash secured. Wo ist der AK Shan? Mal, das musst du doch realisieren haben. Wie kann sie da einfach recon und zu realisieren, dass er sie actually chasen wird? Guck mal, die Karma rope halt einfach mit mir. Ah, mein. Aber die Karma war in diesem Ionia-Trader drin, also not bad. Not bad. Die gehen just running it down mit, we can't lose. Sag halt ihnen einfach, dann gewinnen wir. Ionia still stands tall. Yeah. Ich hätte wahrscheinlich sogar das Dance gehen sollen, aber na, fuck it. War so klar, dass der flankt. Nein, ich weiß nicht, wie man daran sterben kann, wenn wir alle sehen, aber na gut. Weil ich bin einfach Chainsy, ich hätte einfach versucht, sonst zu Sonne, anstatt zu wehen, I guess. Und den Fight wollte ich ja nehmen, aber ich konnte ihn aber nicht nehmen. Ich war nicht tanky genug mit nur W. Erst ganze Rakate ist hier, dann sei es hier und dann ganze Silas-Combo mit seinem Root von seinem E und dann auch noch Everfrost oben drauf und dann gut. Ah. Ah, das ist aggressive. Hm. Echt, wenn er nicht gut trifft, überlebt er nicht, oder? Ein bisschen gelifesteal, sonst würde er wahrscheinlich executed werden. Oh. Well, now he dead for sure. Wenn man immer ein Flash bekommt, not bad. Oh, er ist tot. We have not yet begun to fight. Er ist echt viel CC im Enemy Team, also W reicht nicht aus, ich muss wirklich Sonyasen haben. Shaco macht sehr guten Damage.
Nation separates. Level 16 ist super wichtig. Meine Q kaum noch Cooldown. Leider nicht so wenig Cooldown wie früher, als ich noch Gore-Drinker hatte. Vielleicht sollte ich aber trotzdem Gore-Drinker kaufen. Ich habe so wenig AD dann. Aber Ability Haste ist halt auch einfach nice. Gute Games. Gute Stimme. Die spinnt gerade um sein Leben zu sein, Crux. Ja, drei Drakes, die Gegner, ne? Not that good. Hilfe! Warte, Syndra ist ja auch von aus Ionia. Ein weiteres weibliches Menschenkind aus Ionia. Wir haben drei Stück, how do we lose? Ionia hat die most broken champions. Alright, wir müssen fighten. Gut, ist nicht da, go. Komm, Flash raus wenigstens. Wenn du schon komplett OP bist und das überlebst. Wir müssen auf jeden Fall einen Nip abgeben, aber wir können auch actually mit Syndra maybe fighten. Nice. Do try to keep pace. Ein Double TP zurück. Sei ja kein Flash, kein Ult. Fuck die Boys, unser Marco-Game. Exquisiter Natur. Das ist mittlerweile auch so useless. We have not yet begun to fight. Keep them guessing, Twitch. Keep them guessing. Mega nice für Karma, dass die WF hier noch rauspusht. Weißt du, sogar noch die nächste pushen, wenn Ash spawnt. Mal ein bisschen hitten. Reicht schon, wenn sie nur die Backline ein bisschen versucht zu klären. Okay. Ein langes Slowpush zum Gegner, das ist fein. Jacko darf nicht sterben, wenn er spawnt. Ich gehe auf eine Midwave. Daya hat kein Flash, das heißt, sie ist super angreifbar für Flash Ult. Ich habe GA und Sonja, ist not bad. Unser Jungler ist gestorben, das ist nicht gut. Die Girls aus der Ionia, ja, wollen die Kills. Ja, mit der Karma ein bisschen mit. Aber wo sind meine Teammates? Ich bin so one wie nein. Und da ist niemand neben mir. Hallo. Ihr Blöden. Alter, meine Sonja ist into ulted dann. Ich hätte Flash QQ, aber Rakan hat mich auch schön gecancelt. Ich habe Rakan tötet, Charm bekommen natürlich einfach alle, aber ich hätte auch gedacht, dass ich irgendwo Hilfe kriege. Weil guess, ich war allein. Ganz allein in der Backline. Ganz allein in der Backline. Alleine vergessen und verlassen in der Backline. Da gehe ich jetzt einfach Spur Visage oder gehe ich lieber Wits End? Ich glaube fast, ich gehe Wits End. Oh nein, ihr seid ja so klein, aber ihr habt doch gesehen, der echte war ignited. Und die töten den Falschen. Und das ist die Seele fürs Enemy Team. Und wahrscheinlich auch Nash. Auch das war eigentlich ein so guter Catch auf Sylas, aber dann haben wir leider den falschen Jayco getötet. Not good, not good. Ey, Sefgor, danke für den neunten Mate. Danke auch an Crystal Mass für den dritten. Danke, Mate.
feet. You've got lead feet. Gute Game. Gute Stimme. Ein Ash ist gone, Leute, können wir nicht mehr testen. Leid's mit Dude. Wenn sie ein Random gespielt hätte, ich hätte es gefeiert. Also Seele plus Nash. It's not good. Bam! Hat er noch. Okay, GG. They can end! This game was a tragedy. Leider war Desire sehr stark. Naja, ich hätte auch besser spielen können, of course. Aber es ist fein, es ist genau die Art von Game, die ich heute Nacht spielen will. Haben nur für Mechanics ein bisschen reingeben. GG, schönes Game. Spaß gemacht. Danke dir, Sie, für deinen Sub. Willkommen. Danke dir. Und damit das erste Solo-Game von 10 Games, die wir heute verloren haben. Oh yeah.